good, I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, I'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Worse together. Moin Leute, es ist Freitag früh. Ich bin gerade erstmal mit Fahrrad hergefahren, fahre ja die meiste Zeit Fahrrad, aber langsam wird kalt. Die Schnecke ist jetzt da. Haben wir gestern geholt. Genau, ist ja eine ganze Tagestour mit Hänger und zurück, ne? Also gestern 18 Uhr war er da, heute bauen wir die ein. Hier kommen zwei Lager zwischen, einmal da, ne, da und einmal da. Genau, und hier kommt der Motor rauf und das Teil hier war kaputt. Hier war das alles kaputt. Alles angefressen und das mussten wir jetzt reparieren lassen. Haben sie es hier abgeschnitten, alles neu aufgetragen. Ansonsten ist nämlich die Schnecke noch ziemlich gut, deswegen wollte ich die auch noch behalten und nicht neu machen. Ja, dann deswegen fahren wir erstmal hoch zur Anlage, gucken wie es heute läuft. 14 Uhr kommt der Kran, bis dahin müssen wir mit allem durch sein. Bis später. Jo, moin Leute, heute ist Sonntag. Mal ein bisschen die Lüftung hier runterdrehen. Es ist Sonntag. Wir haben am Freitag die Eintragsschnecke fertig gemacht. Waren so kurz vor 6 fertig. Das Ganze hat dann hat der einmal 10 Stunden gedauert. Wir hatten auch wirklich fast die ganze Zeit zu tun. Wir hatten zwischendrin mal so eine Dreiviertelstunde Pause, als wir auf den Kran gewartet hatten. Genau, aber es war, ist halt eine Menge Aufwand. Ne? Also da oben sind ja zwei Lager drin und dann nochmal den Motor da oben anbringen und das Ganze so wie es ist, haben wir dann mit hochgehoben. Und hier die Außenplatten müssen dann auch noch wieder verschraubt werden. Elektronik muss angeschlossen werden. Ja, und da zieht sich, und was teilweise sehr, sehr aufwendig ist, sind hier diese Außenplatten, die da einmal komplett hochgehen den ganzen Weg. Diese Verkleidung, die ist sehr, sehr schwer. Die haben wir uns dann halt mit dem Kran hochheben lassen, raufpacken lassen und wir haben dann nur angeschraubt. Aber es, ja, drauflaufen kannst du nicht, ist rutschig. Also Leiter, Teleskopler, da alles, was man so hat, muss man sich dann irgendwie ein bisschen behelfen. Ja, was haben wir davon? Erstmal wieder eine funktionierende Biogasanlage. Ich wollte ursprünglich gestern vloggen, genau, weil Freitagabend war zu dunkel. Ich hätte euch eh nichts mehr zeigen können, weil, naja, ihr wisst ja, es ist Winter, ne? Und gestern war ich dann mit Anton hier. Samstags ist immer Anton-Zeit. Anton immer Biogas füttern. Er sitzt dann hier immer mit drin und hupt die ganze Zeit. Und bis die Knopf drücken. Wenn ich dann sage, mal Anton drücken, dann drückt er mal diese kleine Taste runter und dann kippt er mal die Schaufel aus. Aber es wird, Leute, es wird. Also ich sag mal, so spät in 2 Jahren füttert er die Biogasanlage, dann brauche ich das nicht mehr. Ja, genau. Ich bringe jetzt erstmal die Kamera hinter mir an und dann erzählen wir noch ein bisschen weiter über den ganzen Kram, was das Ganze gekostet hat, genau. Wie meine Ansicht über das Ganze ist und. Wir füttern erstmal nebenbei. Ja, der Winkel ist gut getroffen. Ich kann es im Prinzip schlecht nachkontrollieren. Weil ich ja es nicht auf dem Laptop oder auf dem Handy sehe oder ähnliches. Ja, wir fangen erstmal an. Ich mache mir dann immer hier ein bisschen Gras erstmal lose. Also ich muss erstmal ein bisschen seitlich schieben. Weil Leute, auf dem Sonntag ein Silo abdecken, wer hat darauf schon Lust? Ja, das geht aber auch ein bisschen sanfter, Hannes. Deswegen muss ich da ein bisschen seitlich abschaben. Mich haben sehr, sehr viele angefragt wegen der Folie, wegen der Membranschutzfolie. Ich muss mal gucken, wo ich die bestellt hatte, dann kann ich das Ganze auch antworten. Wie gesagt, preislich habe ich schon mal gesagt, ist ungefähr so wie eine Unterzieh- und eine normale Folie drüber. Aber es ist auf jeden Fall geil, weil die am Ende so ein bisschen enger aufliegt und ja, weniger atmet, die Folie an sich, weniger durchlässig ist. Genau, also seit Freitagabend füttern wir wieder mit unserer Anlage. Ich hatte aber Freitag schon den kompletten Tag mit der Mobil nochmal fertig gefüttert. Also wir haben ja immer tagsüber gefüttert 26 Tonnen. Haben wir dann direkt 4-mal hintereinander direkt durchgefüttert. Und das geht wirklich gut mit dem Teil, muss man sagen. Also die macht so,
Ja, zwischen 6 und 8 Tonnen in der Stunde. Kommt ein bisschen drauf an, wenn Material natürlich schwerer ist mit Gras und Mist und so. Denn natürlich easy 8 Tonnen in der Stunde, wenn man natürlich nur GPS und Mais hat, weil es halt leichter ist. Vom Volumen wird es dasselbe sein, aber weil es halt leichter ist, 6 Tonnen in der Stunde. Und das kommt da auch wirklich völlig aufgerührt da drin an. Das heißt, das Erste, was ich gemerkt habe, ist, Alter, du brauchst wirklich gar nicht mehr rühren. Vielleicht, also ich habe jetzt gerührt 20 Minuten in der Stunde und dazwischen war Pause. Und das schaffe ich mit unserem Eintragssystem bei Weitem nicht. Also bei Weitem muss ich immer rühren, wenn wir füttern. Also immer, damit ich es direkt eingerührt bekomme. Ja, und dann muss ich zwischendurch auch noch mal richtig viel rühren. Es gibt auch Tage, da muss ich komplett durchrühren, damit ich das vernünftig hinbekomme. Das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil von unserem System. Wir haben ja auch viele geschrieben wegen Vor- und Nachteile Flüssigfütterung. Ja, klar. Ja, ich sag mal, wartungsintensiv oder so ist sicherlich alles. Aber hier diese Schnecken, die nerven mich schon seit Jahren. Weil nicht nur, dass sie halt eine Menge an Geld in Wartung und Verschleiß kosten, sondern ich muss auch sehr, sehr viel rühren, damit das alles gut klappt. Ich muss sagen, also die Firma, die mich da betreut für die Schnecken, die auch gebaut hat und die auch baut, die macht an sich einen guten Job. Also ich kann mich da auch nicht beklagen. Der Service und so ist alles wirklich gut. Nur das Ding ist halt, das System an sich ist sehr, sehr teuer. Also eine 11 Meter Edelstahlschnecke kostet einen Haufen Geld. Und wie gesagt, da gehört auch noch eine Menge Verschleiß zu. Und ich habe ja insgesamt 3 Schnecken. Also ich habe ja die Schnecke, die in den Behälter reingeht, dann die Schnecke, die das hochfördert und einmal unten eine unterm Havelberger, unterm Feststoffeintrag. Ja, und man muss so sagen, im Prinzip, die reingeht, brauchen wir jährlich eine neue. Die hochgeht, alle 2 Jahre und die unten ungefähr alle 3 Jahre. Wenn man das jetzt über die ganzen Jahre teilt, die Kosten, liege ich Minimum bei 20.000 Euro im Jahr. Nur an Ersatzteile. Dabei ist nicht berücksichtigt Kran, Montagezeit, Ausfallzeit und. Also ein, muss man sagen, ein wirklich sehr, sehr teures System. Hat Vorteile, also ich sag mal, es ist relativ unempfindlich gegenüber Fremdkörpern. Selbst wenn man da mal einen Stein drin hat und die Schnecke sollte sich trotzdem verklemmen, kann man es erstens rückwärts laufen lassen oder B, Klappe aufmachen, Stein rausholen, fertig. Es sei denn, es ist diese lange Schnecke, dann ist man natürlich, je nachdem, wo der Stein nachher am Ende sitzt, einmal den kompletten Schutz auf und rund abschrauben, ist dann trotzdem wieder ein halber Tag vorbei. Wenn das Ganze nachts passiert, ist auch nicht so geil. Genau. Dann ist, man muss sagen, auch mein Futtersystem ist relativ langsam. Um eine Tonne zu füttern, brauche ich ungefähr 40 Minuten. Das sind natürlich auch währenddessen auch jede Menge an Stromkosten. Ne? Also 40 Minuten läuft hier einmal komplett alles. Wenn man mal dagegen das Gerät da vergleicht, in einer Stunde 6 bis 8 Tonnen und das Ganze noch mit weniger Strom. Hat ja alles ein Für und Wider, sag ich mal. Ne? Alles Für und Wider. Ich habe da auch schon lange drüber gegrübelt. Aber jetzt durch YouTube habe ich ja schon Möglichkeiten, um zu fragen, Leute, habt ihr damit Erfahrung und so? Und mir haben sehr, sehr viele geschrieben, dass der Wang Biomix wirklich gute Arbeit macht und wenig anfällig ist und ja, und Preis-Leistung auch da wirklich gut zusammenpasst. Und dass der Wang Biomix ist ja auch hier verbaut. Von daher ist das, glaube ich, wohl die interessanteste Maschine. Und der ist auch nicht allzu teuer in der Anschaffung. Genau, und was ja dann immer noch dazu kommt, ist ja das ganze, ja, Wartung und Verschleiß nicht, aber die Reparaturzeit. Und bei der da oben, die Schnecke, die sozusagen in den Behälter reinfördert, ist uns das tatsächlich passiert. Die ist am ersten Weihnachtsfeiertag mittags gebrochen. Und das Ganze war richtig worst case, weil du kriegst keinen Kran, du kriegst keine Ersatzschnecke. Also das hatte dann auch tatsächlich 3 Tage Ausfallzeit zufolge. Muss man so sagen. Klar hat man beim anderen vielleicht eine kaputte Schneckenpumpe oder eine kaputte Pumpe oder so. Aber ich glaube, das ist auch nochmal interessant, welche Pumpe man nimmt. Wir haben ja in der Biogasanlage eine Wang-Schneckenpumpe. Und man muss sagen, das Ding ist ja schier unverwüstlich. Also die haben wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal in 10 Jahren
haben wir die getauscht. Haben wir das Getriebe neu machen müssen und ich glaube, genau, und die Schnecke getauscht. Vorher haben wir nur ein einziges Mal ein Lager gewechselt und die pumpt ja auch gerade nicht wenig in der Anlage, ne? Und wir haben auch, ja, ich sag mal, in den Jahren mit Zuckerrüben und Gras und so in den Anfängen und auch mit dem Mist, wo wir den Mist vorher noch nicht durchgeschreddert hatten und, hatten wir auch ziemlich viel Sand und Steine drin und so. Also von daher, das geht schon und das funktioniert schon. Ich glaube, das Entscheidende ist, welche Technik man am Ende einsetzt und für was man sich entscheidet, glaube ich. Das macht den größten Unterschied aus zwischen, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt und nein, hätte ich das bloß mal nicht gemacht. Aber kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Was hat uns das Ganze eigentlich gekostet? Diese ganze Woche Aufwand. Also ich sage erstmal nur so jetzt Pauschalwerte, genaue Preise nenne ich natürlich nicht. Ja, bei der Schnecke Reparatur waren wir jetzt bei ein bisschen über 4. Dann dreimal ein Kran, ungefähr 1,2. Übrigens alles Nettopreise, da kommt noch die Mehrwertsteuer zu. 1,2. Dann Hänger ausleihen für 5 Tage waren genau 250. Die Flüssigfütterung 10. Habe ich noch was vergessen? Und ja, also 3 Leute für 2 Tage. Plus diverse kleine Materialien. Ach so, Lager nochmal, 2 Lager waren nochmal 1000. Was haben wir denn noch? Genau. Das war erstmal nur das und das war nur eine Reparatur. Nur eine Reparatur. Das heißt, hätte ich die Schnecke natürlich getauscht, sicherlich die wäre am nächsten Tag da gewesen, dann hätte man wohl auf den Feststoffeintrag verzichten können. Aber ich sag mal so, wenn ich halt die Schnecke getauscht hätte irgendwo, ja, dann hätte es für mich wenig Sinn gemacht, danach das System umzurüsten. Das ist wie beim Pokern, Leute. Wenn man zu weit investiert hat in eine Richtung, dann muss man das auch durchziehen. Und ich hatte mich, ja, wie gesagt, ich hatte mich relativ zügig auch für das entschieden, dass wir die reparieren wollen, weil die Schnecke halt noch gut war. Wie gesagt, da war der Zapfen nur kaputt. Deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Genau, haben wir das alles so ein bisschen? Ja, ich denke, oder? Das war so das. Im Gesamten, ja, die Ausfallzeit, ja, die werden wir jetzt mal nicht mitberechnen, aber die war natürlich auch nur bei einem Tag im Gesamten. Also wir liefen ja, sag ich mal, noch einen Teil Halblast, aber wenn man es jetzt zusammenrechnet, haben wir ungefähr einen Tag Ausfallzeit gehabt. Was natürlich nicht wenig ist, aber besser als wenn wir jetzt, sag ich mal, nach einer Woche erst wieder gefüttert haben. Also das wäre schon krass gewesen. Also ich sag mal, eine Woche nicht füttern und dann die Folgekosten. Da sind wir mal fix bei 30.000, 40.000 Ausfall, die das Ganze dann kostet. Ja, dann habe ich ja auch verschiedene Modelle gesehen oder verschiedene Modelle wurden mir geschrieben, selbst umbauen und eigenes da einbauen und so. Ist, sage ich euch ganz ehrlich, ist eine ganz schwierige Sache. Weil man muss auch eine Technik hinbauen können, die absolut störungsfrei ist und die auch Ausfallzeiten sicher ist. Klar, wir müssen hier auch mal ran, aber so, wenn das erstmal wieder repariert ist, läuft die ganze Technik auch ziemlich gut. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und wenn ich jetzt hier noch was umbaue und baue mir dann irgendwann noch so hin, dass das störungsanfälliger ist, dann spiegelt das kein Verhältnis wieder, als wenn man das alles repariert. Und eins habe ich gelernt über die ganzen Jahre, Leute, die Ausfallzeit kostet am Ende am meisten. Also, einige Kommentare waren auch, warum ich nicht irgendwie gebrauchte Ersatzschnecken habe oder sowas. Leute, sowas funktioniert in der Landwirtschaft wirklich gut. Also irgendwie gebrauchtet und irgendwie über die Runden kommen und sich weiter behelfen. Das mache ich da auch in dem Landwirtschaftsbereich, im richtigen Landwirtschaftsbereich. Aber in der Biogassektor habe ich einfach festgestellt, dass neu immer das Beste ist. Weil am Ende kaufst du gebraucht. Ich habe teilweise selber gemacht, jetzt nicht bei der Schnecke, aber bei Rührwerken und so. Und du hast dadurch am Ende doch deutlich mehr Ausfallzeiten, weil du dann doch wieder dran musst und. Und am Ende sagst du dir, ach, hätte ich denn mal, da hätte ich 2 neue kaufen können für das Ganze, was ich jetzt in der Zwischenzeit an Geld verloren habe. Also da muss ich sagen, da bin ich mit Gebrauch gar nicht mehr zu begeistern im Biogasbereich. Weil das klappt in der Regel überhaupt nicht. Und man darf das auch ganz nicht vergessen, wie viele Tonnen da durchgehen. Ne?
Also diese Anlage füttert, ja, je nachdem, wie die Silagen sind, wie viel Mist wir einsetzen, aber ich sag mal so 8.000 bis 9.000 Tonnen im Jahr. Und da bleibt der Verschleiß auch nicht aus. Und wenn man da irgendein System einbaut, was man sich vielleicht selber zusammengefriemelt hat und dann hält vielleicht immer nur 500 oder 1.000 Tonnen, ja, da weiß man auch nicht mehr weiter, ne? Genau, aber ich werde mir das Ganze noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Durch das Video haben jetzt auch ein paar Firmen noch mal angerufen. Möchten mir auch Angebote machen. Kann ich mir das Ganze ja noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, so viel dazu zu sagen. Und ich muss eigentlich sagen, ich möchte auch dazwischen keine Zerkleinerung oder sowas haben. Weil das ist eine ziemlich teure Variante im Unterhalt und im Strom. Ich habe ja, bevor ich den Mist schreddern lassen habe, ich hatte hier mal eine Huning-Hammermühle oder eine Hammermühle von Huning. So, und die habe ich hauptsächlich halt fürs Gras gekauft, weil wir das Gras dann noch länger gehäckselt hatten, weil unser damaliger Jaguar noch nicht, also der hatte nicht so eine gute Häckselqualität, muss man sagen. Und deswegen haben wir halt uns für eine Huning-Hammermühle entschieden, war ziemlich teuer, muss man sagen. Ich glaube, irgendwas um die 100 oder ein bisschen über 100 sogar mit Installation. Ja, das sah teilweise gut aus, was da durchkam, aber ich sag mal so, Sonnengras gut durch, aber sobald das ein bisschen trockener war, über 35 TS, hat das Ding gar nichts mehr gemacht. Also vielleicht 30, 35 Tonnen in der Stunde. Quatsch. 1 bis 2 Tonnen in der Stunde. 30, 35 TS, genau. Das war so das, denn ich habe mich ja dazu entschieden, zu der Variante das separat zu mahlen und dann in den Feststoffeintrag zu geben, weil ich sehe es halt nicht ein, den ganzen Mais und GPS da durchzumalen, wenn es eh schon so fein gehäckselt ist. Glaube ich, war auch am Ende die beste Variante. Mist, je nachdem, zwischen 8 und 10 Tonnen in der Stunde, aber es war schon sehr, sehr zeitaufwendig, muss man sagen. Also hier mal schnell herfahren, 20 Minuten füttern und wieder abhauen, war absolut nicht drin, weil man jeden Tag 1 bis 1,5, teilweise 2 Stunden irgendwas durchmalen musste. Also da bin ich jetzt mit der Variante das Schreddern lassen deutlich günstiger. Also das ist wirklich so, Wartung und Verschleiß liegt nicht bei einem selber, der personelle Aufwand nicht und das geht super fix und man hat dadurch selber auch Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern, sag ich mal. Was natürlich mega gut ging, ist Zuckerrüben durch das Ding. Also die kamen wie Püree raus, das war in der Anlage richtig der Hammer. Aber Zuckerrüben waren dafür in der Konservierung, in der Aufbereitung, hatten die ihre Nachteile. Also ich habe auch ein paar Jahre lang Zuckerrüben gefüttert, auch ziemlich viel. Also für die Biogasanlage an sich total geil. Aber ich muss ja immer das große Ganze sehen. Ich bin ja nicht nur Biogas, ich bin ja auch Landwirtschaftsbetrieb. Und der Landwirtschaftsbetrieb ist halt ein bisschen problematisch, weil das Waschen ist mega aufwendig von den Rüben. Wir hatten teilweise auch den Waschroder. Das war an sich war der Waschroder die beste Variante, weil den hat man auf dem Acker mit dem Waschwasser befüllt und der hat das Waschwasser im Prinzip auf dem Acker gelassen und man hat nur die sauberen Rüben abgefahren und hier eingelagert. Also der Waschroder war die beste Variante und der hat sogar so seine, sagen wir mal, seine 8 Hektar am Tag geschafft. Das war wirklich sogar eine richtig geile Variante, wenn man es so sieht. Aber danach, was macht man danach, Leute? Man muss die ja luftdicht abdecken können, damit die silieren können und damit sie danach stabil sind. Ne? Zuckerrüben können wie ein ganz normales Silo auch silieren. Die rutschen dann ineinander, hat man so einen kleinen dreieckigen Rüben hinterher. Aber das Ganze ist ein bisschen schwierig, weil, gut, dieses Jahr geht's, aber sonst habe ich noch viel mehr Silagen hier gehabt, weil ich die danach erst verkauft habe. So, wo will man denn hin mit den Rüben? Dann haben wir die ein Jahr mit dem großen Radlader oben raufgefahren, nochmal aufs Silo wieder aufgemacht, die Rüben raufgepackt und das Silo wieder einmal komplett zugedeckt. War im Prinzip auch eine geile Variante, weil der Zuckerwasser geht nochmal durch Mais durch und dann kriegt er nochmal viel mehr Schub. Und die Rüben an sich, die konnte man auch so mitfüttern. Aber es war auch letztendlich, sagen wir mal, die Rüben waren an sich auch die teuerste Variante, weil was machen wir alles in Fremdleistung? Das Roden, das ist ziemlich teuer schon zum Ersten. Und zweitens das Waschen. Und damit macht es eigentlich so die Wirtschaftlichkeit der Rübe auch ein bisschen kaputt. Und hinterher, ja, sagen wir mal, die Verluste sind ja auch nicht gering beim Silieren und. Man hat da doch schon ein bisschen mehr Nacherwärmung, weil luftdicht abschließen und so, das gelingt einem doch nicht so gut. Mit einer Lagune, klar, kann man auch machen. Aber das Ganze muss man ja auch wieder alles bauen, bezahlen, finanzieren.
abnehmen lassen vom Amt. Ja. Und so habe ich dann halt das mit der Rübe sein lassen nachher. Nach 3 Jahren habe ich dann festgestellt, ja, ist ja schön und gut mit der Rübe. Man hat in der Biogas wirklich viele Vorteile. Aber unterm Strich ist man dann doch mit Mais, GPS, Gras doch bedeutend besser dran. Ne? Zumal kann ich dann alles, sag ich mal, selber machen. Vom Häckseln bis übers Legen, Drillen. Und somit habe ich die Rübe wieder rausgenommen. Ne? Was natürlich ganz geil war, war der Zuckersaft, wenn der rauskam. Ne? Dann, sag ich mal, dann lief die Anlage. Das ist eigentlich aber krass. Da haben wir 50 Hektar Rüben gemacht. Und der Sickersaft von dem, der läuft ja hier in einen Gulli da vorne rein. Und der Gulli, den pumpe ich ja sozusagen in die Anlage rein. Also kann ich die damit auch füttern. Ja, und der Sickersaft alleine waren, glaube ich, 3 Wochen ohne Fütterung nur Sickersaft gefüttert. Da ist so viel Energie drin. So, gucken wir, ob die Kamera noch läuft. Also da war mega viel Energie drin. Eigentlich eine geile Sache, aber was man dann auch wieder berechnen muss, ja, da kommt ja so viel Wasser aus dem Ganzen raus, das muss man auch wieder mit der Lagerfähigkeit der Biogasanlage mit berücksichtigen. Also man muss dahinter bedeutend mehr Gärreste fahren. Man hat danach auch viel, viel mehr Wasser im Gärrest an sich. Also man hat dann keine 7 bis 9 TS, also Prozent Trockensubstanz, sondern man hat im Endeffekt dann 4, 5, die noch ziemlich schäumen. Und dadurch fährt man auch noch eine Menge mehr Wasser durch die Gegend. Also das meiste am Gärrest ist ja Wasser. Wenn wir jetzt zum Beispiel 7% Trockensubstanz haben, haben wir 93% Wasser. Und wenn wir das Ganze natürlich noch weiter verdünnen, dann fahren wir im Prinzip noch mehr Wasser durch die Gegend, was im Prinzip ja auch gar nicht so geil ist, weil dadurch müssen wir öfter Flächen überfahren und, und. Also von daher hatte das auch wieder einen Nachteil. Genau, und so bin ich dann davon weggegangen. Dann sind wir ja zum Krone-Häcksler gekommen. Krone hat damals einfach, ja, man muss sagen, das bessere Angebot gemacht. Aus damaliger Sicht hätte ich gedacht, ich fahre nichts anderes mehr als einen Jaguar. Hatte dann auch eine Vorführung von Krone. Hat mir auch ganz gut gefallen, muss man sagen. Und ja, dann, als es dann zu den Verhandlungen kam, musste man einfach sagen, Krone wollte dann einfach mehr. Also die haben mir einfach, ja, das bessere Paket dafür für das Ganze geschnürt, wo ich auch gesagt habe, okay, ich mach das, ich versuch das. Ja, hab's im Endeffekt auch nicht bereut, weil man muss sagen, im Gras häckselt der Häcksler wirklich unfassbar gut. Also 3 mm Gras häckseln war nachher der entscheidende Unterschied, sodass wir auch unsere Hammermühle verkaufen konnten. Wie gesagt, Mist lassen wir jetzt extern schreddern und das ist auch eine Sache, die mir im Endeffekt am besten gefällt. Das würde ich auch so beibehalten. Weil was ich auch so festgestellt habe, sobald er extern geschreddert wurde und dann, sag ich mal, anfängt mindestens eine Woche zu liegen, sind die weißen Pilze schon da. Und das hat man nicht irgendwie, wenn der ungeschreddert auf dem Haufen liegt, dann funktioniert das nicht so schnell. Also ich denke mal, weil die Pilze eine schnellere Angriffsfläche haben, beziehungsweise eine größere Angriffsfläche, sodass das alles besser verfügbar ist für den Pilz und dann wächst er mega schnell. Und dadurch geht er auch besser durch die Anlage. Also das merkt man wirklich, sobald das losgeht und der anfängt zu verrotten, der Haufen, dann füttert sich das so geil. Das ist unfassbar. Ja, jetzt haben wir die Anlage voll. Und dann wart das schon für diese Folge. War auch das, was ich euch eigentlich erzählen wollte. Muss mal überlegen. Genau, ich wollte ein Fazit ziehen. Von der Schnecke, von dem ganzen System, Vor- und Nachteile. Das war das. Genau. Ihr habt auf jeden Fall auch gesehen, wie wenig Mais wir am Ende jetzt gefüttert haben. Ne? Also das meiste ist Mist, Gras, GPS. Genau. Rindergülle geht es dann ab morgen auch wieder los. Da haben wir Montag noch gefahren gehabt. Genau, Montag, glaube ich, Dienstag hatte ich noch geholt. Und dann hatten wir erstmal pausiert. Durch die ganze Flüssigfütterung, weil wir so viel Aufwand und zu tun haben. Aber wir füttern ja trotzdem genug Mist. Also von daher, wir müssen ja mindestens 30% Mist oder Gülle in der Anlage einsetzen. Also eins von beiden und das immer täglich. Aber momentan füttern wir eigentlich so viel Mist, dass das schon alleine reicht. Aber die Gülle setzen wir ja trotzdem zusätzlich ein, weil wir ja immer Flüssigkeit brauchen.
um flüssig zu bleiben. Und Wasser in der Anlage ist nicht so geil. Also in den ersten Jahren haben wir es auch mal mit Wasser gemacht, um flüssig zu bleiben, ne? Aber das war nicht richtig gut. Ja. Im neuen Jahr gibt es dann mal so ein allgemeines Video, wie funktioniert eigentlich die Biogasanlage. Erkläre ich das mal ganz genau. Gucken wir uns das mal ganz genau an. Ansonsten wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, egal wann ihr das Video guckt. Genau. Das wär's erstmal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage tschüss.